Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Wir sind weiterhin auf der Halbinsel Hel, wie ihr seht, ein ganz anderes Setting. Und das ist die Fortsetzung zum ersten Vlog. Deswegen, wer so die Story hören möchte, wie wir hier angekommen sind, was wir am Anfang gemacht haben, guckt euch auf jeden Fall den ersten Teil an, weil das ist der zweite Teil. Ich bin hier wieder auf meiner Yogamatte. Ich fange meine morgendliche Routine jetzt immer mit Yoga an, so wie ich das früher auch immer gemacht habe, ein bisschen verloren habe durch die Arbeit. Jetzt dachte ich mir, jetzt ist der Moment, wo ich das auf jeden Fall nochmal mit implementieren kann und es geht mir dadurch so viel besser. Es macht richtig viel Freude. Ich fange mit Yoga an, dann mache ich ein bisschen Meditation und dann kümmere mich um meine Stricksachen. Worum auch sonst. Genau, heute ist der Tag noch nicht so schön. Es soll wirklich luxuriöses Wetter heute werden, deswegen wollten wir uns übers Wochenende Fahrräder mieten, denn wir mussten leider ohne Fahrräder fahren, weil unser Van kaputt gegangen ist. Der verbringt den Urlaub in der Werkstatt. Wir sind jetzt ohne Van unterwegs, das ist auch völlig in Ordnung, aber leider ohne Fahrräder, weil ich keine Anhängerkupplung bei dem kleinen Auto habe und die hätte ich gebraucht für den Fahrradträger. Naja, kann man nichts dran ändern. Deswegen werden wir uns fürs Wochenende wahrscheinlich Fahrräder mieten, weil wir nach Jastania nochmal fahren wollen. Das ist dieses Fischerdörfchen, so circa auf der Mitte der Halbinsel. Und auf dem Rückweg wollen wir nach Haupe 6. Das ist so ein fancy-bancy Campingplatz im Endeffekt. Aber ein Campingplatz, der halt Läden hat, der Cafés hat, der eine Bar hat, wo man surfen kann, all sowas. Also wirklich sehr cool. Ich liebe diesen Ort ja abgöttisch. Wir sind jetzt hier seit einigen Jahren wirklich jedes Jahr und es ist einfach immer schön. Wir mögen es einfach wirklich sehr. Und da werde ich wahrscheinlich dann heute Abend Yoga machen. Genau. So am Strand bzw. Richtung andere Meerseite, also die stille Meerseite, weil dort auch der Surfschuppen ist im Endeffekt. Cleo inhaliert gerade durch die Tür durch und streckt ihre Nase die ganze Zeit raus. Ja, genau. Auf jeden Fall auf der einen Seite wird es dann Yoga geben, weil das Meer dort ein bisschen stiller ist. Das ist aber ziemlich cool, weil der Surfschuppen oder Laden oder wie man das auch immer nennen möchte, dieses Gebilde dort auf der anderen Seite ist. Und das ist eigentlich immer sehr cool organisiert. Eigentlich mache ich da jedes Jahr mit. Und es macht sehr viel Spaß. Genau. Ansonsten hatten wir gestern einen sehr entspannten Tag. Ich habe gestern was Neues angestrickt, das zeige ich euch nachher auf jeden Fall. Aber ich habe heute auf jeden Fall einen Whip, das ich nochmal weiter stricken möchte. Zumindest das Colorwork, das zeige ich euch auch gleich, damit ich dann nur noch locker weiter runter stricken kann. Genau. Ansonsten zeige ich euch nochmal die Aussicht, weil obwohl es sehr neblig dunkel ist, klart es da so ein bisschen auf. Man sieht so einen kleinen Streifen am Horizont, sagen wir es vielleicht so. Und ja, ich zeige es euch erstmal. Hier haben wir mal eine Yogamatte. Und das hier ist unsere Aussicht. Habe ich euch auch in einem anderen Video schon gezeigt. Und leider sieht man es nicht so gut hier auf der Kamera. Aber eigentlich sieht man dort schon überall Wasser. Und ihr seht, dass es da so ein bisschen aufhält. Also ich habe wirklich die Hoffnung, dass das Wetter heute so wird, wie der Wetterdienst es angekündigt hat. Sonst bin ich wirklich traurig, aber auch dann überlegen wir uns was. Aber wie gesagt, eigentlich sieht man das Wasser. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Sagen wir es vielleicht so. Und ich bewege mich jetzt hier zurück auf meine Yogamatte. Und zeige euch einmal, welches Öl ich heute benutze. Ich habe ja in letzter Zeit immer diese Yoga-Mischung von doTERRA benutzt. Heute benutze ich das Balance-Öl für meine Yoga-Praxis. Wie gesagt, das ist nicht gesponsert. Ich mag die Öle sehr gerne, weil die wirklich naturrein sind und ich die, nicht die Mischung, sondern die reinen Öle auch innerlich anwende und das wirklich super funktioniert und ich mir da einfach keine Sorgen mache. Und für meine Yoga-Praxis benutze ich Balance. Ich habe das auch als Roll-On und mag das unfassbar gerne. Ein ganz tolles Öl. Genau. Und jetzt fange ich mit meinen Asana an und steigere mich dann zu meiner Meditationspraxis. Mit Yoga und packe jetzt hier mein Strickzeug aus, denn ich möchte an meiner Mumensocke weiterarbeiten. Unser Mumenkahl, der läuft ja gerade und das war meine erste Socke. Ich weiß, ich bin maximal schlecht im Colorwork, aber er sieht so süß aus.
Aber ihr seht, die Spannfäden sieht man hier ganz deutlich leider. Aber ich gebe mir bei der zweiten auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe. Viel habe ich davon noch nicht geschafft. Aber ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo man mit dem Colorwork weitermacht. Deswegen, ich muss mir mein angepasstes Chart noch mal ein bisschen angucken, weil ich habe da auch so Wolken integriert. Und dann gucke ich gleich, wie ich das machen werde. Genau, ich habe hier meinen Saft. Ich bin eigentlich kein Fan von Säften. Ich mag eigentlich keine Säfte. Aber die polnischen Säfte sind einfach lecker. Die sind richtig, richtig lecker. Das heißt, immer wenn wir in Polen sind, trinke ich überdurchschnittlich viele Säfte, was ich sonst, wie gesagt, niemals tue. Meine Mumensocke. Ach, und genau. Ich weiß, es ist alles ganz frisch, deswegen erzähle ich immer noch so begeistert davon. Aber die das erste Video nicht gesehen haben, ich bin seit letztem Wochenende verlobt. Und ich freue mich da doch immer so sehr drüber. Und ich gucke mir die ganze Zeit diesen Ring an. Das ist einfach toll. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist schön, dass es irgendwie sich alles weiterentwickelt. Und ich bin einfach hin und weg. Kann man nicht anders sagen. Genau, dann ist es auch noch ein Opal, mein absoluter Lieblingsstein. Und deswegen von jeder Seite bin ich hin und weg. Deshalb, das ist so eine der großen Sachen, die jetzt in diesem Urlaub passiert sind. Ich bin auch immer nicht fähig, darüber normal zu sprechen, weil das irgendwie total surreal ist. Aber ja, deshalb. Ich konzentriere mich jetzt lieber aufs Stricken. Da bin ich besser drin. Und jetzt schütte ich hier schon meinen Saft aus. So, das ist das erste Söckchen. Daran orientiere ich mich gleich. Und dann gucke ich mir jetzt einmal meinen Chart an und schaue, wo ich den Moment angefangen habe zu stricken. Ich bin jetzt in die Wohnung umgezogen. Es war draußen total windig und man konnte irgendwann nicht mehr vernünftig stricken, ohne dass einem das Garn die ganze Zeit hin und her gefleucht ist. Und ja, deshalb bin ich jetzt hier drin. Ich habe ein bisschen was an meinen Colorwork-Socken mit den Moments gemacht und habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Und ich zeige euch mal direkt, was mein neuestes Projekt ist. Und das ist das hier. Ich habe schon einiges geschafft. Es sieht in Real Life, also die Farbe sieht in Real Life tausendmal schöner aus, als sie jetzt hier aussieht. Ein Teil davon habe ich jetzt schon geschafft. Und zwar ist das der Marabu-Sweater von Otto Lamme. Ich zeige euch mal, wie der aussieht. Der sieht so aus. Mega, mega schön. Den habe ich schon ewig auf meiner To-Do-Liste. Und ich dachte mir, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Und ich habe ja in der Mercerie in München dieses hübsche Garn hier mitgenommen. Und wie gesagt, in Real Life sieht es noch mal tausendmal schöner aus. Das ist hier von Tôle Le Matin oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Tausendprozentig nicht so. Und das ist 72% Kitmoher und 28% Seide. Mega flauschig, mega schön. Und ich glaube, dieser Pulli wird super mit diesem Garn aussehen. Wird zweifädig gestrickt. Bis jetzt war die Anleitung mega easy. Das ist das Rückteil. Und jetzt wird hier im Endeffekt der Rest an der Seite aufgenommen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Aber ich lasse mich gleich überraschen. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Ich habe den nächsten Teil jetzt fertig. Das ist dieser hier. Erst habe ich überlegt, was das werden soll, ob das ein Stück Ärmel sein soll, aber es kann ja gar nicht sein, weil das Ärmel ja ein Muster hat. Und im Endeffekt glaube ich, dass dieses Stück hier praktisch, also es wird nochmal hier auf der Seite wiederholt, das Dekolleté formen soll, sodass man das hier am Ende zusammennimmt und ab hier in Runden weiter runter strickt. Ich glaube, dass es so sein soll. Sicher bin ich mir nicht. Und hier werden dann halt die Ärmel dran getackert. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich wollte euch nur kurz meinen Fortschritt zeigen, bevor wir losstarten. Ich habe hier alle Teile jetzt zusammengefügt und so sieht das Ganze aus. Also es ist wirklich so, dass man erst das Rückteil strickt, dann die zwei Vorderteile separat und die dann praktisch alle aneinander tackert und dann in Runden weitermacht. Und so wird halt auch das Dekolleté dann hier geformt. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Das Garn ist einfach ein Traum. Also es sieht einfach aus wie eine rosa Wolke. Ich mag es total gerne. Ich glaube, von Tragekomfort wird es auch super sein. Ich bin schon echt gespannt. Und es lässt sich wirklich super schnell stricken, weil man einfach mit 7
7 mm Nadeln strickt. Also eine sehr, sehr coole Anleitung. Ich muss mal gucken, ob es die auf Englisch gibt, weil ich stricke es gerade auf Polnisch, aber ich bin mir so halb sicher, dass die auch auf Englisch gab. Falls ja, verlinke ich euch das auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich glaube, jedes Video fängt aktuell auf meiner Yogamatte an. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist nicht zu eintönig für euch. Aber genauso läuft es bei mir ab. Jeder Morgen startet bei mir auf der Yogamatte. Und heute ist direkt praller Sonnenschein. Es ist so warm. Deswegen beeile ich mich jetzt sofort in meiner Yoga-Praxis, bevor ich hier anfange zu kochen. Es ist nämlich wirklich, wirklich heiß. Wir waren gestern noch auf Hope 6 und es war so schön. Wir haben dort erstmal an einem Surfspot gechillt, den wir so gerne mögen. Dann habe ich dort Yoga am Wasser gemacht und es war so toll. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Dann sind wir dann noch ein bisschen durch die Hütten geschlendert. Da sind so ein bisschen ein paar Fressstände und ein paar coole Läden von kleinen Designern. Und dann sind wir auch schon zurückgefahren. Genau, so ungefähr war unser Tag. Es war richtig, richtig toll, hat richtig viel Spaß und Freude gemacht. Und ich habe ja gestern extrem fleißig an meinem Marabu-Sweater gestrickt. Der ist so cool geworden. Ich bin jetzt schon da angekommen, wenn man die Runden strickt. Ich glaube, ich habe erst 3 oder so gemacht. Noch ein paar muss ich machen. Und dann kommt auch schon das Bündchen und dann am Ende nur noch die Ärmel. Also ich bin echt gespannt, wie weit ich heute komme. Ich glaube, wir werden erst später losstarten, weil es jetzt einfach zu warm ist. Auch für Cleo, da achten wir sehr drauf. Also macht euch da keine Sorgen. Wir achten sehr darauf, dass sie nicht in der Sonne kocht, ne, sondern dass wir wirklich erst rausgehen mit ihr, wenn es wieder angenehmer ist. Und zum Glück ist hier immer ein sehr kaltes Lüftchen. Das macht es auf jeden Fall deutlich besser und die liebt es halt, total am Strand zu sein. Deswegen müssen wir immer darauf warten, dass so die schlimmste Sonne weg ist. Genau. Zu meiner Yoga-Praxis gehört auch immer mein Journal. Nachdem ich meditiert habe, fange ich immer an, so ein bisschen Notizen zu machen. Das ist kein Tagebuch, sondern einfach Gedanken, die ich dort notiere, Ideen, die ich dort notiere. Eigentlich notiere ich da alles. Alles, was mir so in den Sinn fällt und was vielleicht mehr oder weniger interessant ist. Aber genau, so verfahre ich da. Wie gestern benutze ich das Balance heute für meine Yoga-Praxis. Und das war es erstmal dazu. Deswegen, ich schmeiße mich jetzt hier auf die Matte, mache ein bisschen Yoga und dann melde ich mich gleich bei euch. Ich habe mich nach dem Yoga jetzt hier auf die Liege geworfen und möchte an meinem Marabu-Sweater weiter stricken. Der sieht einfach aus wie eine rosa Wolke. So, so hübsch. Und ich überlege gerade nur, ob ich ein etwas kürzeres Seil nehme, weil ich es lieber mag, wenn die Maschen so ein bisschen enger drauf liegen. Wiederum habe ich Angst, dadurch, dass man jetzt einen runden strickt, dass ich das gleiche Problem habe wie mit dem Cumulus-Tee, dass es dann zu eng wird. Das überlege ich mir jetzt gleich. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Ach, mal schauen. Ich mache erstmal eine Runde und überlege es mir dann, ob ich es vielleicht auf kürzere Nadeln mache, damit da nicht so ein Zug drauf ist, weil es schon, seht, ziemlich lang ist. Okay, 80 cm sind auf jeden Fall zu kurz, auch wenn man nochmal die Nadeln mit dazu rechnet. Ich glaube, das wird zu eng, weil dann sind die Maschen auch viel zu straff. Ich bleibe bei den 100 cm. Ich habe jetzt fleißig in Runden gestrickt und bin jetzt soweit, dass ich mit dem Bündchen anfangen kann. Dafür muss ich nur, wenn ich dran komme, einmal nochmal meine Stricknadeln wechseln auf 5,5 und kann dann weitermachen. Ich habe jetzt eine kleine Strickpause eingelegt und mein Freund hat mir hier Maiskolben einmal gekocht. Richtig, richtig lecker, hatte ich schon viel zu lange nicht und das Wetter ist wirklich bombastisch, wie man sieht. Wir warten noch, bis ein bisschen kühler wird und dann starten wir auf jeden Fall zum Strand rüber. Nach einem kleinen Nickerchen wende ich mich jetzt diesem Projekt zu. Mein Archer Dress ist ja schon längst fertig, seit ein paar Tagen, aber
Ich winde mich so ein bisschen, das Ding hier zusammenzunähen, weil es echt viel zum Zusammennähen und eine Seite ist irgendwie länger als die andere, beziehungsweise jeweils die andere Seite ist an einer Ecke halt länger. Na, aber man kann es nur so zusammennähen und nicht andersrum, weil hier halt dieser Spalt ist mit den rechten und linken Maschen. Und ja, so oder so hasse ich das wie die Pest. Normalerweise würde ich sowas sogar an meine Mama abtörfen. Liebe Grüße, ich an dich. Die ist natürlich jetzt nicht mit im Urlaub und ich wollte das gerne im Urlaub noch anziehen, das Kleid. Dafür ist es ja da. Deshalb hat mein Freund mich jetzt getreten, dass ich das Ding jetzt endlich zusammennähe. Und deshalb quäle ich mich jetzt hier durch, diese 1000 Meter an Stoff irgendwie zusammenzunähen. Nachdem mein Freund mich davon überzeugt hat, endlich das alles zusammenzunähen, ist das Kleid endlich fertig. Die Enden sind halt noch nicht eingewebt, deswegen flirrt hier alles noch so ein bisschen durch die Gegend und es ist halt noch nicht gewaschen. Deswegen sieht man auch, dass eine Seite hier länger ist als die andere. Aber nachdem ich es gewaschen habe, sollte das wieder besser sein. Aber so sieht das Ganze aus. Boah, jetzt fahre ich schon über meine Enden drüber. Scooter? Ich mag's. Es ist durchsichtig, es ist super durchsichtig. Deswegen habe ich hier so eine Radler-Shorts drunter. Die muss man auf jeden Fall drunter tragen, sonst sieht man alles. Und so einen leichten BH. Glücklicherweise sieht man den nicht so extrem. Das muss ich aber auch noch mal ein bisschen optimieren. Aber ja, sieht soweit nicht schlecht aus. Und wie ihr seht, das Wetter ist gekippt. Und deshalb gibt es doch keinen Strandabend für uns, sondern wir holen uns jetzt noch irgendwo Snacks. Und ja, wir beeilen uns vielleicht so ein bisschen Snacks, bevor es noch richtig anfängt zu regnen. Wir sind jetzt wieder zurück in der Wohnung, nachdem wir jetzt noch Snacks eingekauft haben. Das Wetter ist so extrem umgeschwungen, das könnt ihr euch echt gar nicht vorstellen, dass es jetzt noch mal mehr gekippt. Es ist einfach komplett nebelig, man sieht gar nichts mehr. Und deswegen habe ich mich jetzt hier in meine Ecke gemuckelt. Ich habe mir alles so vorbereitet, damit ich mich heute gar nicht mehr bewegen muss. Ich bin gerade dabei, mir noch das neueste The Witcher-Hörbuch runterzuladen. Das erste habe ich mir schon angehört. Es war richtig, richtig gut. Also auch wenn man die Serie gesehen hat, es lohnt sich absolut. Es ist manchmal etwas komisch mit den Reihenfolgen. Eine Variante, die ich gesehen habe, ist, dass man die Geralt-Saga einmal durch liest. Also das Erbe der Elfen ist das erste. Das zweite ist die Zeit der Verachtung. Und dann kommen noch drei weitere. Und dann gibt es nämlich noch drei bis fünf Bücher, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, zu der Vorgeschichte praktisch, wie Geralts Leben vorher war, ne, bevor er Ciri gekriegt hat. Also im Endeffekt fängt das Erbe der Elfen dort an, Vorsicht, Spoiler Alert, wo Nilfgaard nämlich schon angegriffen hat und er Ciri mitgenommen hat. Also so ungefähr. Aber das Buch ist auch nicht ganz genau wie die Serie, aber es lohnt sich wirklich total. Also wirklich sehr, sehr cooles Buch. Genau, und deswegen das zweite lade ich jetzt runter. Das Coole nämlich an Hörbüchern ist, dass man es einfach parallel hören kann. Und ich bin diesen Urlaub wirklich fleißig. Das Sommerbuch habe ich ja schon nochmal durchgehört. Das habe ich vorher schon mal gelesen gehabt oder mehrfach gelesen gehabt. Ein sehr schönes Buch von Tove Jansson. Kann ich euch nochmal wärmstens empfehlen. Dann das Erbe der Elfen. Das ist gar nicht mal so kurz. Ne? Das glaub, ging so 12, 13 Stunden oder so. Und jetzt, wie gesagt, lade ich das zweite gerade runter. Hier habe ich mein Marabu-Sweater. Da möchte ich auf jeden Fall das Bündchen heute noch fertig machen. Und ich glaube, mehr mache ich daran heute auch nicht mehr, sondern wende mich vielleicht auch einem ganz neuen Projekt zu. Aber jetzt mache ich mich erstmal an Stricken. Kurzes Update zu meinem Marabu-Sweater. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Ich habe hier schon das Bündchen fertig gemacht. Ich muss das hier noch so schön miteinander verbinden, damit man das nicht sieht. Genau, und als nächstes wird das Dekolleté noch fertig gemacht und dann kommen diese riesigen Ärmel. Aber der Sache wende ich mich morgen zu. Jetzt werde ich mit einem neuen Projekt anfangen. Ich weiß aber noch nicht welches. 50-50. Sophie Scarf von Petite Knit mit dem Nimbus Garn oder der Sommerkoftan. Ich glaube, der Sommerkoftan gewinnt. Aber ich gucke einmal. Ich habe mich dazu entschlossen, den Sommerkoftan von Etna bzw. Yerbo anzustricken. So sieht das hübsche Ding aus. Dazu gab es ja einen Knitalong, den ich ja leider verpasst habe, weil ich viel zu langsam war. Aber man kann ihn natürlich auch jederzeit stricken. Und vor allem ist er einfach hübsch und es lohnt sich. Als Basisfarbe habe ich dieses dunkelblaue Garn. Das ist das Yerbo 2 Tulle Garn in Bohemian Night. Und das Pinke habe ich in so einem Roséton im Endeffekt auserwählt. Ich hole das Garn jetzt gerade nicht, weil ich keine Lust habe aufzustehen.
Aber ich glaube, es war irgendwie Blossom, Cherry Blossom hieß es, glaube ich. Aber ich zeige euch das auf jeden Fall im Verlauf. Aber ich werde jetzt hier erstmal meine Maschen anschlagen und dann sehen wir, wie es weiterläuft. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute starte ich meinen Tag völlig anders. Ich habe heute mal keine Lust auf Yoga oder Meditation und das ist auch völlig in Ordnung so. Dafür habe ich mein Strickzeug hier draußen ausgepackt. Ich habe gestern eigentlich den Sommerkoftan angeschlagen. So sieht das hübsche Ding aus. Aber hatte dann am Ende zu wenig Faden, um für Größe M die Maschen anzuschlagen. Deswegen musste ich es wieder auffribbeln. Erst habe ich überlegt in Größe S. Aber wiederum, ich weiß es eigentlich für den Sommer gedacht. Aber wir haben halt etwas andere Temperaturen. Deswegen dachte ich mir, das ist ein Pulli, den ich gerne zu jeder Jahreszeit tragen wollen würde. Und ich trage halt immer mehrlagig. Und dementsprechend habe ich gerne ein bisschen mehr Platz und stricke einfach die Pullis in einer deutlich größeren Größe. Deswegen in M, das muss ich gleich nochmal neu anschlagen. Was ich dann aber gestern anstelle dessen noch angeschlagen habe, was ich abgöttisch liebe, ist das süße Ding hier. Das ist der Sophie Scarf. Den kennt ihr ja in jeglicher Variante schon. Aber ich stricke den Sophie Scarf mit dem Nimbus Garn von Kiez Garn. Und das ist wie so ein gekämmtes Bouclé-Garn. Und das ist so weich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich werde tausendprozentig mehr daraus stricken. Ich habe mir erst einen Knäuel mitgenommen, um das einfach auszuprobieren, ob das was für mich ist. Und es ist einfach ein Traum. Es ist ein Traum, es ist zuckerweich. Ich glaube, die Färbung war eine Special-Färbung. Ich glaube, die hieß Wedding Wool Weekend oder Wedding Weekend, glaube ich auch nur. Wenn nicht, hole ich es mir in einer anderen Farbe, aber die Färbung ist auch einfach ultra cool. Aber ja, deshalb eins zur Probe. Damit mache ich den Sophie Scarf. Mega cooles Garn. Mag ich total gerne. Aber bevor ich daran weitermache, werde ich jetzt erstmal die 1000 Maschen auf meinem Sommerkoftan hier anstricken. Ich bin wieder mal in die Wohnung umgezogen, denn ich musste meinen Podcast filmen. Der ist jetzt soweit fertig und ich stricke hier weiter meinem Sommerkoftan. Mit knapp 300 Maschen und 3 mm Nadeln strickt es sich natürlich nicht so fix. Aber ich habe euch schon mal gesagt, dass ich mit dem Zweitrullgarn echt super gerne stricke und es mega viel Spaß macht. Parallel gucke ich hier nochmal Guardians of the Galaxy 3, das zweite Mal. Ich kann euch das nur empfehlen, der ist so witzig, der ist richtig gut. Die ersten zwei Filme sind natürlich tausendmal besser, aber ja, der ist auch sehr, sehr geil. Hier seht ihr nochmal den Sommerkoftan. Hier ist es jetzt so, dass hier auch so Streifen gestrickt werden, das heißt linke Maschen, ne? Und deswegen darauf muss man so ein bisschen achten. Ansonsten ist das wirklich nichts, wo man großartig drauf achten muss. Dieser Part wird natürlich nochmal ein bisschen tricky, aber danach seht ihr einfach nur noch ganz simpel hochstricken. Mein Sommerkoftan ist jetzt noch um zwei, drei Reihen gewachsen. Und wir fahren jetzt nach Yastania. Yastania habe ich euch schon häufig genug gezeigt, aber wir dachten uns, wir fahren da heute hin, essen nochmal was Leckeres, weil es dort auch sehr leckere vegane Pizza gibt. Ich glaube, heute entscheiden wir uns für die Pizza und ja, dann gucken wir einfach, was der Tag noch so bringt. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist super früh und ich fange meinen Tag jetzt erstmal mit Yoga an. Days and nights won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I. Meine Yoga-Praxis ist zu Ende und jetzt habe ich Zeit, mit euch zu quatschen. Wir waren gestern in Yastania und hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Tag. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben es wirklich genossen. Ich glaube, ich habe nicht so viel aufgenommen, aber wir sind erst durch die Stadt geschlendert. Dann haben wir mit unseren Stammtätowierern noch ein bisschen gequatscht und ja, dann sind wir nochmal an den Strand gegangen und es war wirklich, wirklich schön. Es war ein traumhaftes Wetter. Es wäre auch gestern perfektes Wetter zum Surfen gewesen. Also einfach toll. Ich bin aktuell echt noch kaputt und deswegen bin ich jetzt nicht surfen gegangen. Aber ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, das läuft nicht weg. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir diesen Urlaub einfach keinen Druck mache. Und das ist auch gut so. Das ist absolut gut so. Ja.
Jetzt wende ich mich der Strickerei zu. Ihr habt gesehen, dass ich gestern schon einiges hier an dem Sommerkoftan gestrickt habe. Ich muss jetzt einmal überlegen, bei welcher Reihe ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich muss noch eine rechte machen. Glaube ich, denke ich, sicher bin ich mir nicht. Aber es scheint so von den Maschen her. Ja, ich hätte es mir notieren sollen. Ich denke mir immer, das merkst du dir, aber ich merke es mir nie am Ende. Genau, kann man nicht ändern. Jetzt muss ich da durch. Aber es sieht wirklich nach linken Maschen dazwischen aus. Weil das immer eine Reihe, die linke Maschen hat. Alle paar Maschen. Und diese linken Maschen erkennt ihr an diesem Kragen. Also ich kann euch das leider nicht zeigen, weil das hier mit dem Licht nicht so gut ist. Aber die rechten Maschen sind halt so ganz gerade. Und die linken haben so einen kleinen Kragen. Und daran kann man das immer gut erkennen. Genau, deswegen glaube ich, werde ich noch eine Reihe rechte Maschen stricken. Und dann schaue ich weiter. Ich weiß nicht, ob ich das gestern erwähnt habe, aber ich habe erst überlegt, den S zu machen. Habe den jetzt aber ein M angeschlagen. M wird auf jeden Fall locker sitzen, finde ich aber auch völlig in Ordnung. Genau das wollte ich haben. Denn ja, so ein Woll-Cardigan, den werde ich wahrscheinlich nicht im Sommer tragen, wenn dann nur spät abends. Und ich bin halt ein absoluter Fan von Zwiebellook. Dementsprechend brauche ich das immer, dass ein bisschen was da drunter passt, ohne dass ich wie so ein eingequetschtes Michelin-Männchen aussehe. Und deshalb habe ich den einfach in M gestrickt. Und ich glaube, der wird ganz cool. Genau. So, und jetzt mache ich mich mal anstricken. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Ich habe fleißig an meinem Cardigan weiter gestrickt und jetzt gehe ich einmal einkaufen. Denn wir wollen heute unbedingt Burger machen. Das ist der Plan. Wir haben nämlich so rote Beete-Patties gekauft und die lieben wir abgöttisch. Die kaufen wir jedes Mal, wenn wir in Polen sind. Und die sind einfach richtig, richtig lecker und deswegen wird es heute rote Beete-Burger geben. Richtig gut. Und ja, mein Freund schläft noch. Ich guck mal, wie sich das Wetter so entwickelt. Ab 12, 13 Uhr soll die Sonne richtig rauskommen. Mal schauen. Hier am Meer verändert sich das ja wirklich relativ schnell. Deswegen bin ich da noch sehr optimistisch, dass wir heute noch nach Haupe fahren. Aber wir gucken einfach. Das ist aktuell immer so eine ganz spontane Entscheidung, was wir so tun. Genau. Und deshalb, ich glaube, der Laden ist nicht weit weg hier. Bin ich jetzt kurz einkaufen. Ich bin vom Einkaufen zurück und dachte mir, dass ich an meinem Marabu-Sweater weiterarbeiten kann. Der ist so flauschig. Ich finde den so toll. Jedes Mal, wenn ich ihn anfasse, bin ich einfach begeistert. Den ganzen Korpus habe ich ja schon fertig. Jetzt muss ich im Endeffekt das Dekolleté noch hier richtig formen. Und ja, dann kann ich mit den Ärmeln anfangen. Lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Wir sind wieder zurück und wie ihr seht, hat mein Freund uns Burger vorbereitet. Richtig, richtig gut. Wie angekündigt sind das die rote Beete-Patties, die wir so gern mögen, mit Bio-Life-Käse. Und ach, das wird ein Festmahl. Cleo analysiert ja auch schon alles. Guten Morgen, meine Lieben. Eine letzte Begrüßung mit diesem Ausblick hier, denn es ist unser letzter Tag und ich dachte mir, das muss ich für Yoga ausnutzen. Es geht gar nicht anders. Heute sogar mit meiner Sonnenanbeterin hier an meiner Seite. Die genießt das total. Und ja, heute mache ich erstmal Yoga, dann stricke ich ein bisschen und dann fahren wir relativ zeitig nach Jastania rüber. Denn mein Freund lässt sich heute noch ein Tattoo stechen an unserem letzten Tag hier. Denn seine liebste Tätowiererin ist hier als Gasttätowiererin. Also passt so alles einfach perfekt. Genau. Dann verbringen praktisch wir Ladies unseren Tag in Jastania. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Morgen geht es dann weiter nach Sopotdame, unser Airbnb, das wir auch letztes Jahr schon hatten. Richtig, richtig gut. Wir fanden das so toll. Das wäre so eine Wohnung, die wir vom Fleck weg gekauft hätten, weil die so toll war. Und ja, wir freuen uns schon sehr drauf. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Denn Sopot ist schön, Danzig ist schön, Gdynia ist schön. Also diese drei Meeresstädte sind einfach ein Traum. Wir lieben es total. Deswegen ist das alles so ein bisschen mit einem, nennt man das so, lachenden und weinenden Auge. Denn ja, am liebsten würde ich einfach für immer hier bleiben und nicht weggehen. Andererseits, wie gesagt, mögen wir die Städte auch total gerne und deshalb ist das schon ganz gut so. Irgendwie muss man sich die Zeit ja einteilen und deswegen freuen wir uns sehr. So, ich mache mich jetzt an meine Yoga-Praxis.
heute wieder mit meinen Yoga-Ölen Align und Arise. Ich benutze immer erst Align und dann gehe ich auf Arise über. Mal schauen, was ich für eine Yoga-Praxis mache. Das überlege ich mir gleich noch. Ich glaube, ich zimmer mir da irgendwas Schönes zusammen. Ach, das Öl ist so herrlich. Ich schmier mir das immer auch schön unter die Fußsohlen, weil wir da die Öle richtig schön aufnehmen können. Und ja, so, ich mache mich ans Yoga machen. Jumping from cliffs so high. Ich bin mit Yoga fertig und wollte hier eigentlich an meinem Marabu-Sweater weiterarbeiten. Aber man muss am Kragen das Icelandic Bind aufmachen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und bevor ich das versaue, lasse ich es lieber. Das Tutorial lädt halt leider nicht, weil ich ja kein Internet habe. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall einmal die Wolle hier wickeln für meinen Cardigan. Ich bin jetzt reingegangen, denn ich hatte hier so ein bisschen Empfang, sodass ich wenigstens dieses kurze Video laden konnte, um mir dieses Icelandic Bind off anzugucken. Und vor allem draußen war es jetzt so hell, dass ich die Maschen gar nicht mehr richtig gesehen habe. So sieht dieses Icelandic Bind off aus. Das ist gar nicht so kompliziert und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich werde es auf jeden Fall damit weitermachen. Es geht auch relativ zügig und zeige euch gleich dann das Endergebnis. Genau, und dann wickele ich als nächstes hier das Knäuel. Der Kragen ist jetzt fertig. So sieht das Ganze aus. So sieht das Dekolleté aus. Ich muss hier jetzt nur noch das da dran nähen und das andere dort dran. Dann ist es auch schon fertig. Mit diesem Icelandic Bind Off ging es wirklich ruckzuck und ich finde, es sieht wirklich schön aus. Ist auch gar nicht kompliziert, wenn man einmal weiß, wie es geht. Also kann man wirklich super mitarbeiten. Das Knäuel muss ich später wickeln, weil wir jetzt los müssen. Das ist aber kein Ding. Das mache ich dann heute Abend. Und ja, dann kann ich mich hier als nächstes um die Ärmel kümmern. Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. Wir sind wieder zurück im Airbnb und liegen auch schon im Bett, werden jetzt noch kurz einen Film schauen, bevor wir dann schlafen gehen. Morgen geht es ja für uns weiter nach Sopot. Ich werde parallel noch mein Knäuel hier fertig wickeln, damit das auch erledigt ist. Und wollte mich aber nochmal von euch verabschieden. Denn ab morgen geht es ja weiter. Dementsprechend wird es ein neues Video geben. Und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut.